Ich danke auch. Smartphone-Sucht ist gefallen, digitale Hilflosigkeit, Überwachung, das sind ja auf jeden Fall alles Stichworte vom dystopischen Ende der neuen digitalen Welt. Von der schöneren Seite des digitalen Lebens wird uns jetzt Julia Kläuber berichten. Da freue ich mich sehr drauf, dass sie der Apokalypse gleich mal eine Absage erteilt. Julia Kläuber setzt sich als Gründerin vom SuperLab mit 3R für ethische Nutzung von Technologie ein. Und sie ist Partnerin bei Ashoka, einer NGO, die soziale Unternehmen fördert, die das Potenzial haben, gesellschaftliche Probleme tatsächlich auch zu lösen. Ein optimistisches Herzlich willkommen, Julia Kläuber. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Als Keynote-Speakerin, dem Vorstellungstext kann man ja so ein bisschen entnehmen, auch der Vorstellung jetzt. Ich bin Optimistin. Das ist an manchen Tagen mehr wahr, an manchen weniger. Ich lese natürlich auch die Nachrichten, beschäftige mich mit Social Media, bin auf Twitter. Das hat natürlich auch Einfluss auf den Optimismus. Ich will mich aber trotzdem bemühen, heute meinem Ruf als Optimistin gerecht zu werden. In den letzten Monaten habe ich mich viel mit Visionen, mit neuen Narrativen, mit positiven Zukunftsvorstellungen beschäftigt. Und wenn man sich diesen positiven Seiten widmet, dann kommt man irgendwie an den Negativen auch nicht vorbei, an den Apokalypsen, an den Dystopien, die auf Menschen eine magische Anziehung haben. Und ich finde die Auseinandersetzung mit diesen Dystopien und Apokalypsen auch durchaus wichtig. Deswegen will ich im ersten Teil meiner Keynote auf die Angst eingehen, wie sie entsteht, zu welchen Handlungen sie uns verleitet, was die aktuellsten Dystopietrends aus den USA und auch hier aus Deutschland sind. Und aber vorweg, keine Angst, ich werde uns im zweiten Teil wieder aus diesem Tief herausholen. Die Angst vor Überwachung ist normalisiert. Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Frage, ob wir alle brav waren. Während Eltern Überwachungssysteme am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum verinnerlicht haben, nutzen manche die Macht des Panoptikons auch für den heimischen Ruhegewinn. Die Santa Cam wird kurzerhand im Kinderzimmer installiert und signalisiert mit einem roten Blinken, dass der Weihnachtsmann sich jederzeit ins Kinderzimmer einschalten kann und sehen kann, ob ein Kind brav genug ist, um auch mit Geschenken belohnt zu werden. Obwohl die Santa Cam eine Attrappe ist, da ist keine wirkliche Kamera drin, es blinkt einfach nur vor sich hin, scheint sie den Produktbewertungen nach ganz gut zu funktionieren. Samantha schreibt zum Beispiel, good for older kids. My older son doesn't believe in Elf on the Shelf, das sind diese Puppen, die man dann ins Kinderzimmer setzt, this he believes, weil das kennt er natürlich auch, die Überwachungskamera. Jetzt mag man natürlich denken, okay, klar, Beispiel aus den USA, hier in Deutschland ist alles anders, hier sind wir kritischer, was Überwachung angeht, wir legen großen Wert auf unsere Privatsphäre und auch die unserer Kinder, das mag so sein. Gleichzeitig ist die Angst vor diffusen Verbrechen so stark, dass Überwachung teilweise als kleineres Übel gesehen wird oder vielleicht sogar als Chance begriffen wird. Das ist ein Beispiel von einer Firma aus Hamburg, SafeKid One. Ist eine Smartwatch für Kinder, mit der Eltern ihre Kinder tracken können. Sie können auch Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Die Kinder haben so einen Notruf-Button, wo sie dann wiederum Kontakt mit den Eltern aufnehmen können. Und es klingt erstmal gut. Man scheint sich in Sicherheit zu wiegen, aber bei genauerem Hinsehen wird das schnell ins Gegenteil verkehrt. Nämlich neben der Tatsache, dass Tools wie diese Uhr Kindern so ein Stück weit die Selbstständigkeit rauben, gibt es auch ein weiteres Problem damit. Sie schaffen quasi eine Angriffsstelle für Dritte, die an Kinderdaten wollen. Davor warnt dieses Jahr auch die EU-Kommission, nämlich genau vor diesem Produkt. Sie stuft die Uhr wegen mangelnder Verschlüsselung bei der Kommunikation als Sicherheitsrisiko für Kinder ein. Wenn es um Normalisierung von Überwachung geht, dann möchte ich auch noch dieses Beispiel erwähnen. Das ist ein ganz aktuelles Beispiel aus dem Guardian, wo es darum geht, Überwachung in amerikanischen Schulen. Es gibt ja Angst vor Schießereien, vor Anschlägen. Und in diesen Schulen werden Schülerinnen und Schüler nicht mehr nur videoüberwacht oder müssen transparente Rucksäcke, transparente Flaschen tragen, damit man sehen, was da drinnen ist. Nein, auch die Laptops von Jugendlichen werden überwacht. Jede Suchanfrage, jede E-Mail, jeder Text, der da drauf geschrieben wird, wird durch einen Filter gejagt und soll auffälliges Verhalten erkennen. Das Level an Überwachung, das die Kinder ohnehin schon gewohnt waren, wird damit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Kommen wir von der Überwachung, und das ist wirklich der dystopische Teil jetzt, zu der allgegenwärtigen Angst vor neuer Technologie, Angst und Verunsicherung. Wir wissen natürlich längst, dass Technologie nicht neutral ist,
dass neue digitale Werkzeuge Lösungen und Problem zugleich sein können und dass es immer davon abhängt, wer Technologie für was einsetzt und dass Machtstrukturen dabei natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Das Internet verbindet uns mit unseren Liebsten über geografische Grenzen hinweg. Gleichzeitig kann es uns aber mit Hate Speech überfluten. Über unsere Smartphones navigieren wir uns, wie wir gerade gehört haben, durch die Stadt. Gleichzeitig können sie aber auch jeden Schritt überwachen, den wir tun. Die Liste ist unendlich, da könnte man jetzt unendlich weitergehen. Wie Technologie im Detail funktioniert, welche Daten im Hintergrund übertragen und geteilt werden, das ist für uns oft nicht nachvollziehbar. Oder selbst wenn man es nachvollziehen kann in den Nutzungsbedingungen, dann hat man schlichtweg einfach nicht die Zeit, sich das immer durchzulesen. Und das schürt natürlich auch Angst. Und auf der Suche nach Antworten, was die Zukunft der Technologie für uns bereithält, schauen wir nicht selten in Richtung der Kunst, in Richtung der Science Fiction zum Beispiel. Sie wird so ein Stück weit als Wegbereiter gesehen. Sie erzählt uns quasi schon heute, was uns morgen erwarten wird. Aus ihr kennen wir so Dinge wie Predictive Policing, aus Minority Report zum Beispiel, oder Social Scoring, wie hier in Black Mirror, oder auch Hoverboards, mit denen man in die Zukunft durch die Welt cruisen kann. Manches wird zur scheinbar selbsterfüllenden Prophezeiung, anderes hingegen wie die Hoverboards zur Enttäuschung. Manchmal weiß man gar nicht so recht, hat man es gerade mit einer Utopie oder mit einer Dystopie zu tun. Wie zum Beispiel bei der Präsentation dieses Gefährts letzte Woche. Elon Musk, der Gründerchef von Tesla, hat den Cybertruck vorgestellt. Mit doppelter Absicherung, fortschrittsgewandt, mit Elektroantrieb kann man sich dem bestehenden Konsumkurs hingeben und dem Weltuntergang, und wenn der Weltuntergang naht, kann man sich in diesem kugelsicheren Gefährt in der Edelstahlkarosse verstecken. Kein Auto von morgen, nicht wirklich, wenn man sich so ein bisschen auskennt mit Science-Fiction und Narrativen und Cyberpunk, sondern eigentlich ein Auto von morgen vor 30 Jahren. Also ein Aufguss einer 80er-Jahre-Ästhetik, mit dem man es da zu tun hat. Und auch wenn man in die Kinos gerade guckt, es gibt viele Remakes, viele Reboots, viele Comics, die gerade verfilmt werden. Das heißt, man lehnt sich immer sehr stark in diesen Retro-Stil hinein. Leider ist die große Masse der Erzählungen, der Science-Fiction-Erzählungen, doch eher dystopisch. Der New Yorker, das Magazin, schreibt zum Beispiel, wir leben gerade in einem goldenen Zeitalter für dystopische Fiktion. Es verkauft sich auch einfach besser. Die Geschichten signalisieren uns alle dieselbe Botschaft. Es ist wahrscheinlicher, dass Technologie unser Leben ruinieren wird, als es zu verbessern. Und wir sind diese Geschichten gewohnt. Wir lesen sie tagtäglich, fast egal, welches Medium wir konsumieren. Wir haben eine Affinität für das Bedrohliche. Laut Kognitionswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sind unsere Gehirne geradezu dafür gemacht, unsere Umgebung auf Gefahren hin zu scannen und diese zu analysieren. Das machen wir seit Jahrtausenden so. Die dystopischen Geschichten sind einfach verständlich und konservativ. Auf uns prasseln täglich negative Schlagzeilen ein und wir versuchen, diese zusammenzusetzen wie so ein Puzzle. Das Problem ist nur, dass sich daraus ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit ergibt, weil wir die positiven Sachen schlicht nicht mehr wahrnehmen. Der Teil mit den negativen Beispielen ist wirklich immer der einfache Teil beim Keynote-Schreiben. Also man öffnet Programme auf seinem Computer, scrollt sich durch Social Media und zack ist der Teil gefüllt mit Dystopien und Angst. Die Geschichten sind einfach, sie sind einfach verständlich. Das Publikum hört zu, schüttelt teilweise den Kopf, der Teil macht immer Spaß. Komplizierter wird es dann so ein bisschen, wenn wir uns fragen, wie können wir diesen Ängsten eigentlich begegnen? Wo sind die hoffnungsvollen Geschichten, die Narrative jenseits dieser dystopischen Science-Fiction-Kassenschlager? Und noch wichtiger, wie können wir diese positiven Geschichten selbst entwickeln? Auf diesen Ausblick mit den Dystopien folgt nun ein Überblick an möglichen Auswegen aus der Angstdystopie. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Wahrnehmung. Wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen, um die Welt um uns herum besser zu verstehen. Und ich möchte mit einem Beispiel aus meinem Alltag starten. Ein Beispiel, das zeigt, dass man vieles teilweise wirklich zu negativ sieht. Manchmal sind die positiven Zukunftsvisionen nämlich näher, als wir denken. Manchmal liegen sie sogar auf unserem alltäglichen Arbeitsweg, wie bei mir. Ich fahre jeden Tag von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg und mein Weg führt mich am Haus der Statistik vorbei.
ein seit circa 10 Jahren leerstehender Bau, eine Ruine im Herzen Berlins, nicht weit von hier, hier rechts. Und ich reg mich seit Jahren mit Freunden, mit Nachbarn darüber auf, dass eben dieses Bauwerk in Bestlage leer steht, während unsere Mieten steigen. Bis mir letztens mal was auffiel, als ich vorbeigefahren bin, und ich hatte tatsächlich gerade darüber nachgedacht, was sind denn so die positiven Geschichten, die mich umgeben, und ich sehe, da ist ein bisschen Leben im Erdgeschoss, dieses Haus der Statistik, da tut sich was. Dann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das Haus gerade von einer zivilgesellschaftlichen Initiative gemeinsam mit der Stadt gemeinwohlorientiert entwickelt wird. Sprich, es soll in den nächsten Jahren ein Ort für Kultur, Soziales, für Bildung, für integriertes Wohnen entstehen. Eine kleine Utopie inmitten der Stadt, die vielleicht, wenn sie funktioniert, zum Vorbild werden kann. Etwas, das man schnell übersehen hätte, aber wenn man genau hinblickt, dann doch da ist. Unsere Filter sind ja wirklich häufig auf das Negative gepolt. Letzte Woche war ich zu Gast beim Forum Bellevue, beim Bundespräsidenten, das auch von der Bertelsmann Stiftung veranstaltet wird. Und das Thema war die Zukunft der Demokratie. Zu Gast waren Ian McEwan, britischer Schriftsteller, oder auch der Harvard-Professor Steven Pinker und die Wissenschaftlerin und Professorin Maren Urner. Und Maren Urner hat mir auf dem Podium jemanden ins Gedächtnis gerufen, den ich in Zeiten von Disinformation häufig vermisse. Hans Rosling, der schwedische Professor, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Sicht der Menschen auf die Welt mit Hilfe von Zahlen und Fakten wirklich interessant erklärt zu verändern und ihnen ihre Vorurteile vor Augen zu führen. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag von ihm 2012, wo er mit Klopapierrollen versucht hat oder erklärt hat, wie die Weltbevölkerung wächst. Er hat auch einen sogenannten Ignoranztest entwickelt, bei dem er Menschen um Einschätzung zu bestimmten Themen fragt. Der Ignoranztest war dann auch so ein Beispiel in der Podiumsdiskussion, und zwar der mit der Alphabetisierungsrate der Weltbevölkerung, wo gefragt wird, was denken Sie, wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind alphabetisiert? Sind es 40, 60 oder 80%? Spoiler, die meisten Leute antworten 60%, in Wahrheit sind es aber über 86% laut einer Statistik der UNESCO. Diese Ignoranztests zeigen uns jetzt, dass wir häufig ein wirklich zu negatives Bild von der Realität haben und eine sehr selektive Wahrnehmung. Natürlich kann es jetzt nicht die Lösung sein, sich nur auf die positiven Nachrichten zu fokussieren und diese zu pushen. Es kann aber sehr wohl ein Lösungsansatz sein, auch im Journalismus, wie man an diese negativen Nachrichten herangeht. Und zwar immer zu fragen, was wäre, wenn, was jetzt? Also diese negativen Nachrichten weiterzudenken und sich zu überlegen, welche Lösungen gäbe es denn für ein bestimmtes Problem, welche Auswege aus einer bestimmten Situation. Wenn man mal seine Wahrnehmung geschärft hat und so ein bisschen auch die positiven Dinge im Leben sieht und in den Medien, dann geht es dran, positive Zukunftsnarrative zu entwerfen. Gerade im Kontext von gemeinnütziger und zivilgesellschaftlicher Arbeit hat man häufig sehr wenig Ressourcen. Es gibt immer viel zu tun, zu wenig Zeit, um Strategien zu entwerfen und sich wirklich intensiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen und zu planen, Visionen zu entwickeln. Nicht selten ist die Arbeit geprägt von etwas sehr Reaktivem. Man reagiert auf Policies, Gesetzesvorschläge, man überlegt sich Argumente, warum bestimmte Erzählungen von anderen eventuell problematisch sind. Und selten hat man Zeit, an eigenen Narrativen zu feilen und zu arbeiten und diese ins Zentrum der eigenen Kommunikation zu stellen. Ich möchte ein Beispiel bringen, bei dem ich im letzten Jahr mit einem zivilgesellschaftlichen Verein an sowas gearbeitet habe, an positiven Narrativen. Und das ist ein Verein, der nennt sich Digital Freedom Fund hier in Berlin, der arbeitet zu strategischer Prozessführung. Etwas, das eigentlich auch sehr reaktiv ist. Man wartet, bis ein Gesetz veröffentlicht ist und dann guckt man, wie kann man Prozesse führen, um es dann vielleicht doch zu verändern. 2 Tage lang haben sich unterschiedliche Akteure, das waren Menschenrechtsanwälte, Aktivisten, aber auch Softwareentwickler, Entwicklerinnen, zusammengetan und sich überlegt, welche digitalen Rechte brauchen wir denn in der Zukunft? Wie sieht es für uns aus? Welche Bereiche werden da wichtig sein? Wir haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundlage genommen und von dieser Grundlage ausgehend in die Zukunft gedacht. Wir haben uns überlegt, welche Bereiche sind wichtig, welche Leute werden als Erste von bestimmten Dingen betroffen sein, wer sind die Stakeholders und so weiter. Und wir haben dann Szenarios entwickelt. Und in einem Szenario haben wir beispielsweise darüber nachgedacht, das hier ist ein Ausschnitt einer Visualisierung, die wir erstellt haben,
was es bedeutet, in Zukunft immer connected, immer verbunden, immer on zu sein. Wenn man in der Zukunft vielleicht sogar Chips im Körper trägt und die einfach nicht ausschalten kann wie so ein Smartphone. Ob man nicht neben dem Urlaub sowas braucht, wie eine Zeit, in der man nicht nur nicht arbeitet, sondern sich auch disconnecten kann, sich abkappen kann von Netzwerken, von Trackern, von Tools. Ob so eine Zeit, so ein Recht, sich zu disconnecten, vielleicht in Zukunft auch gesetzlich verankert sein muss, wie der Urlaub, weil man sich ansonsten nie bestimmten Services, einer bestimmten Überwachungsmaschinerie entkommen kann. Andere Themen waren auch ein Recht auf die Digital Literacy, also ein Recht darauf, auch wirklich die Tools, die Werkzeuge, die uns umgeben, zu durchdringen und zu verstehen. Ein anderes Recht war das Recht auf starke Verschlüsselung und das Recht auf die Transparenz von Algorithmen. Entstanden ist diese Visualisierung und Szenarien. Und ich kann das wirklich jedem Verein, jeder Organisation nur empfehlen, sowas mal zu machen. Was man in solchen Workshops mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern schnell merkt, ist auch, dass es so eine ganze Bandbreite an Visionen, an unterschiedlichen Szenarien, an Wünschen, an Ängsten für die Zukunft gibt. Und dass es sehr wichtig ist, sich diese unterschiedlichen Zukünfte anzugucken. Ein Beispiel, hier ein Beispiel von einer amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin aus Detroit, die arbeitet mit Communities da, mit Gruppen, die marginalisiert sind, und verwendet Science Fiction als Erzählform, um diesen Gruppen zu helfen, sich die Zukunft vorzustellen. Sie nennt es Visionary Fiction. Und in diesen Workshops, die sie da macht, in diesen Büchern, die sie schreibt, da bringt sie diese Leute zusammen, um sich eine Welt zu erträumen, ohne Gefängnisse, ohne Grenzen, ohne Diskriminierung. Was so weit entfernt scheint, dass man sich's nicht vorstellen kann. Aber in diesen Geschichten wird es quasi wahr. Und in diesen Geschichten kann man das erproben. Also Visionary Fiction auch so ein Stück weit als Erprobungsraum. Und was sie auch sagt, ist, dass All Organizing is Science Fiction, Community Organizing, Gruppen zusammenzubringen. Man braucht Narrative, man braucht Geschichten. Es ist nicht so stark, Menschen hinter Problemen zu versammeln, viel stärker Menschen hinter Zielen, hinter Visionen zu versammeln. Ich habe gestern einen Podcast gehört, in dem Ezra Kütschig, die Leiterin der Allianz-Stiftung, gesprochen hat. Und sie hat erklärt, warum sie damals ins Gorki-Theater gewechselt ist, bevor sie bei der Allianz-Stiftung angefangen hat. Weil sie nämlich den Eindruck hatte, dass die gemeinnützigen Organisationen, führend mit denen sie gearbeitet hat, zwar auf die richtigen Themen gesetzt haben und auch die Köpfe der Menschen erreicht haben, aber nicht die richtigen Narrative hatten, um auch wirklich die Herzen, die Emotionen der Menschen zu erreichen, was natürlich genauso wichtig ist, weil wir nicht nur aus logischem Denken, sondern auch aus Gefühlen bestehen. Und hier nochmal ein kurzer Satz zu Narrativen. Vor 2 Jahren hat der Künstler Steve Lambert auf der Republika einen Vortrag gehalten, den ich sehr empfehlen kann, in dem er gesagt hat, wir müssen uns vorstellen, wie Gewinnen aussehen kann. Also wir dürfen nicht immer in Etappenzielen denken, sondern wir müssen uns wirklich vorstellen, wie sieht die Welt aus, wenn wir genau das erreichen, was wir uns gewünscht haben. Und dann auch direkt zu fragen, und was passiert dann? Wie machen wir dann weiter? Vielleicht noch ganz kurz auf dieses sperrige, möchte ich ganz kurz auf dieses sperrige Wort Zukünfte zu sprechen kommen. Im Englischen Futures hört sich einfach viel besser an. Ich habe häufig mit dem Wort gearbeitet und im Deutschen ist es sehr sperrig in der Sprache. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach, dieses sperrige Wort zu etablieren, um wirklich hervorzuheben, was für eine Vielfalt an unterschiedlichen Visionen, an unterschiedlichen Vorstellungen es gibt. Auch das Futurium hier in Berlin bezeichnet sich nicht als Haus der Zukunft, sondern als Haus der Zukünfte. Das heißt, da gibt es schon erste Schritte in Richtung der Etablierung dieser Idee und Ansätze. Natürlich genügt es jetzt nicht, wenn Menschen sich unterschiedliche Vorstellungen machen, die niederschreiben und die dann irgendwo in der Schublade landen, sondern man braucht auch die richtigen Werkzeuge, die Gestaltung ermöglichen. Neue Technologien wie das World Wide Web haben uns vernetzt und uns dabei geholfen, unsere Ideen in die Welt zu tragen. Was ich spannend finde in meiner Arbeit, ist immer zu überlegen, okay, diese ganzen Errungenschaften, was können die uns denn noch alles bieten? Wohin kann es in Zukunft noch führen und welche Werkzeuge brauchen wir dafür? Und dafür möchte ich kurz auf ein Beispiel eingehen, das vor 3 Jahren entwickelt wurde, eine Bürgerbeteiligungsplattform, die in einem EU-Projekt entstanden ist. Das nennt sich Decode. Da hat die Stadt Amsterdam mit der Stadt Barcelona, mehreren kleineren und mittleren Unternehmen zusammengearbeitet, auch Universitäten, und eine Plattform entwickelt, über die Bürger direkt sich in die Politik einbringen können.
DCDEAM ist ein politisches Netzwerk, eine Plattform für demokratische Partizipation. Das heißt, man hat als Bürger nicht nur eine Idee, sondern man kann die auch wirklich in die Politik hineintragen. Natürlich braucht es auch die richtigen Strukturen in der Politik. Damals in 2015 in Barcelona war das so, dass die neue Stadtregierung das wirklich als Teil ihrer DNA verstanden hat, diese Bürgerpartizipation, und das wollte. Und einer der ersten Prozesse, die damals durchgeführt wurden mit der Plattform, war ein Prozess, der eigentlich sehr bürokratisch ist, nämlich die Gestaltung der Regierungsagenda. Also welche Punkte werden in den nächsten Jahren verhandelt und behandelt. Und das findet normalerweise immer hinter verschlossenen Türen statt. Aber dank dieser Plattform, dank, dass sie so promoted wurde, haben 40.000 Bürgerinnen und Bürger sich damals aktiv beteiligt. Und 70% aller Maßnahmen, die der Stadtrat jetzt aktuell behandelt oder in den Jahren von 2015 bis jetzt behandelt hat, die stammen von dieser Gruppe. Natürlich gab es auch Offline-Meetings, wo man Bürgerhaushalte und so weiter besprechen konnte. Das Projekt ist auch deswegen ein großartiges Projekt, weil es nicht nur von diesem breiten Konsortium getragen wird, sondern weil es auch als freie Software entwickelt wurde, die jetzt andere Städte kostenfrei verwenden können. Zu den Tools, vielleicht auch noch interessant, Sie haben sich auch sehr darauf fokussiert, welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich in Zukunft? Welche offene digitale Infrastruktur, damit Leute Innovationen darauf aufbauen können? Letzte Woche war ich auf dem Ashoka Changemaker Summit und habe zwei Frauen kennengelernt, zwei Sozialunternehmerinnen, Helena Puig und Clara Jimenez. Beide Sozialunternehmerinnen und beide entwickeln Werkzeuge und Plattformen, um das Internet von Hass, Polarisierung und Desinformation zu befreien. Helena hat eine Organisation namens Build Up gegründet, die neue Technologien und Peacebuilding-Strategien zusammenbringt, um Polarisierung in Medien entgegenzuwirken. Und Clara Cruz, die hat eine spanische Non-Profit-Medienorganisation gegründet, die Desinformation mit Faktenchecks und Datenjournalismus bekämpft. Und ich denke, genau das sind die Ansätze, die Projekte, die Gründer und Gründerinnen, die sich wirklich im Kern um soziale Themen drehen und damit beschäftigen, die es braucht, um es möglichst vielen zu ermöglichen, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Angst nährt sich aus Unwissen, aus Hilflosigkeit und aus Machtlosigkeit. Um sich zu schützen und Probleme aktiv anzugehen, braucht man natürlich auch eine Grundlage: Wissen und Informationen. Organisationen wie die FSM und die FSF leisten dabei wichtige Arbeit. Sie vernetzen Akteure, helfen Unternehmen bei der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, fördern den bewussten Umgang mit Medien, stehen Eltern, Jugendlichen und Pädagoginnen zur Seite. Mit ihrer Arbeit helfen sie zu skizzieren, wie so eine positive, eine bessere Zukunft aussehen könnte. Eine Zukunft, in der junge Menschen ihre Rechte kennen und Unternehmen und die Gesellschaft sich für ihren Schutz und ihre Aufklärung einsetzen. So düster der Guardian-Artikel vom Anfang der Präsentation über Schulüberwachung auch war, so hoffnungsvoll waren manche Statements, manche Jugendliche, die zu Wort kamen. Sie haben längst verstanden, welche Auswirkungen die Dauerüberwachung mit sich bringt und wie tief sie in ihre Rechte eingreift. Und sie haben mittlerweile auch Eltern mobilisiert, die sich begonnen haben zu organisieren und sich für die Privatsphäre der Schülerinnen einsetzen. Cancel the Apocalypse, die Apokalypse absagen. Wann immer ich Workshops mit Menschen zu positiven Zukunftsszenarien mache, gibt es diese eine Gruppe oder auch mehrere Gruppen, die die Apokalypse herbeischwört. Die sagt, okay, wir brauchen diese Apokalypse, um Tabula Rasa zu machen und dann anzufangen, eine Welt so zu bauen, wie wir sie uns vorstellen, so zu bauen, ohne die ganzen negativen Auswirkungen. Und ich denke, wir müssen uns von diesem Ansatz verabschieden. Wir können nicht auf eine Apokalypse zusteuern, in der Hoffnung, dass danach einiges für einige wenige besser wird. Eine positive, gerechte und inklusive Zukunft zu entwerfen und umzusetzen, wird nicht einfach werden. Das wird uns viel abverlangen. Es wird Reibung, Kompromisse und Abwägungen geben müssen. Man wird am Anfang des Prozesses nicht wissen, wie das Ergebnis aussehen wird, weil es sich ständig verändern, ständig wandeln und weiterentwickeln wird. Umso wichtiger wird es sein, sich auf starke Werte wie Empathie, Zusammenhalt und Gerechtigkeit zu beziehen. Um die Apokalypse zu canceln, werden wir beides brauchen. Die Utopien als Lichter, die uns den Weg leuchten, und die Dystopien, die dafür sorgen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Vielfalt wird einer der Schlüssel zum Erfolg sein. Vielen Dank. Danke auch.
auch für das Schlagen des Bogens. Ich habe tatsächlich eingangs ein bisschen Angst bekommen bei den Dystopien. Hin zu diesen positiven Zukunftsvisionen oder wahrscheinlich müsste man sagen Visionen von Zukünften. Auch wieder was gelernt. Magst du noch kurz hier oben bleiben? Ich habe eine Nachfrage noch und dann würde ich auch gerne das Schlagwort keine Angst, was du gerade aufgeworfen hast, das wir heute wahrscheinlich noch öfter hören und sagen werden, auch schon mal ans Publikum weitergeben. Keine Angst vor Fragen. Sie dürfen gleich auch gerne noch Fragen stellen. Dann wird ein Mikrofon, soweit ich weiß, zu Ihnen fliegen. Also denken Sie ruhig schon mal drüber nach. Ich hätte noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, dass Utopie nicht das Vorhandensein von Technologie ist, sondern unser Umgang als Gesellschaft mit der Technologie. Und da habe ich mich gefragt, wo wir denn jetzt gerade stehen auf diesem Spektrum von Apokalypse bis Utopie. Wo würdest du uns da jetzt verorten? Ich glaube, man kann das nicht so einfach beantworten, weil die Utopie des einen ist vielleicht auch die Dystopie des anderen. Also es kommt wirklich immer auf den Blickwinkel drauf an, aus dem man es auch betrachtet. Also ich glaube, es gibt nicht so den einen Punkt, an dem die Gesellschaft sich gerade befindet, sondern ganz viele unterschiedliche Punkte. Das habe ich auch versucht, mit diesen Zukünften, mit dieser Vielfalt zu transportieren, wo es ein ständiges Abwiegen gibt und wo man auch gucken muss, meine Utopie, wie beeinträchtigt die vielleicht jemanden anderen. Die Tatsache, dass ich mit einem Uber von Door to Door fahren kann und da mich bequem durchbewege, was bedeutet das vielleicht für Leute, die sich das nicht leisten können und irgendwann keinen öffentlichen Nahverkehr mehr haben? Also ich glaube, so muss man Beispiele eigentlich immer angehen und die betrachten. Also nicht versuchen zu pauschalisieren, sondern sich wirklich mit den Themen und mit unterschiedlichen Sichtweisen zu beschäftigen. Danke dafür. Gibt es da noch Fragen? Sonst, also ich an Ihrer Stelle würde die Chance jetzt ergreifen, mir ins Wort zu fallen. Sonst mache ich nämlich hier direkt weiter. Ich sehe keine, ja? Denn du hattest die Organisation BuildUp erwähnt, die sich dafür einsetzt, Polarisierung in sozialen Netzwerken entgegenzuwirken. Kannst du da ein bisschen mehr sagen, wie die das genau machen wollen? Denn ja, das wäre ja wirklich sehr hilfreich. Ganz interessanter Ansatz. Ich habe den auch erst letzte Woche kennengelernt, wie gesagt. Und zwar funktioniert das so. Sie sehen quasi, wer oder über ihre Tools sehen sie, welche Leute gerade polarisierende Nachrichten bekommen, darauf reagieren auch. Man erkennt ja diese Nachrichten dann auch, beziehungsweise weiß, was gestreut wird, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann machen sie einen Chat mit den Leuten auf, beziehungsweise schicken denen eine Nachricht und sagen, Moment, also hier ist diese polarisierende Diskussion, auf die du dich gerade einlässt, hier sind Fakten dazu und versuchen mit den Leuten in Dialog zu kommen. Also es ist in dem Fall auch nicht immer ein Bot, der einen anspricht, sondern tatsächlich Menschen. Sobald jemand reagiert auf der anderen Seite, entsteht dann ein Gespräch. Was ich ganz interessant fand, weil es natürlich auch diesen Ansatz gab, so wie kann man eine Technologie entwickeln, die möglichst gut skaliert und die man dann da einfach drauf wirft. Aber teilweise braucht es halt auch einfach dieses Gespräch mit einem anderen Menschen, mit dem man sich austauschen kann. Und die Organisation meinte auch, ihnen geht es auch darum, den Leuten, die in solche Diskussionen reinkommen, denen zu zeigen, so wir hören dir zu, wir hören deine Meinung und deine Bedenken und so eben dann noch extremeren Meinungen entgegenzuwirken, weil oft kommt nämlich so eine Extremisierung dadurch, dass Leute sich nicht gehört fühlen und sagen so, ja und jetzt bin ich wütend und jetzt erst recht. Mhm. Also dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ja. Sehr interessanter Ansatz. Ich hoffe, dass wir davon noch viel hören. Danke an dieser Stelle. Das Wasser darfst du gerne mitnehmen. Danke für den Impuls und die vielen Fragen, die du aufgeworfen hast, zumindest bei mir und auf die wir auf jeden Fall auch im weiteren Verlauf dieses Nachmittags noch eingehen werden. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel erstmal auf den Einfluss der